Gesetzesgebung. Lange anstehen. Bürokratie. Bürokratie. Die ist ja wirklich die schlimmste. Das ist schlimmer als die Nazis. Technik, Wissenschaft. Ja, also ich sag mal so, jetzt letztens beim Bürgeramt kann ich das nur bestätigen. Allein, die müssen ja anscheinend das mit ihren biometrischen Passbildern, das muss ich auch schon gefühlt 500 Mal verändert haben, was da die... Oder ich weiß nicht, biometrisch ist wahrscheinlich jetzt der aktuelle Standard. Aber bevor es biometrisch war, gab es einen anderen Standard und davor einfach nur, ja, irgendwann fing es mal wahrscheinlich damit an, ja, wir brauchen ein Foto, wo man so grob erkennen kann, dass sie es sind. Dann gab es ja irgendwann nochmal die Zwischenregel, ja, wenn sie ein sehr Mann mit starkem Haarwuchs sind, dann einmal rasiert und einmal unrasiert, bitte. Und so weit alles. Bin wieder da. Also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt so einen richtigen schönen, ich will es nicht Salafistenbart nennen. Also richtig schön lang Yogi-Bart hast, so Waldmensch-Bart, und dann dich hin und wieder aber mal komplett rasierst und wir wissen als Männer alle, dass wir komplett rasiert aussehen wie 12. Das kann man einfach nicht totreden. Und dass wir mit Bart einfach mal 20 Jahre altern. Ja. Je nach Bartlänge, also bis zu 20 Jahre. Und deswegen, da gab es auch mal die Regelung, einmal rasiert, einmal... Aber ich glaube, das ist nur auf dem Reisepass so. Und ich glaube auch nur, je nachdem in welches Land. Also in den USA kann ich mir vorstellen, dass es da heute noch nötig ist. Ich habe ihre Waffen zerstört. Ich hoffe, Sie verstehen eure Abneigung gegen Blutvergießen nicht als... Meine Untertitel sind seltsamerweise aus. Wenn du ja, du musst ja alles wieder einstellen. Die ganzen Einstellungen haben sich wieder zurückgesetzt. Da wunderst du dich, dass dein Interface, du hast das komplette Spiel installiert. Ja, nicht komplett. Das ist eine von Oras Wachen. Ja, du hast es repariert, aber es ist dasselbe in grün. Musste erst seine Kumpel umbringen. Das ist auch bei WoW die komplette Reparatur. Ist komplett unsinnig. Da kannst du das Spiel komplett deinstallieren, alle Ordner löschen, komplett clean und neu installieren und hast... Schmerz verdreht die Wahrheit. Keine Zeit gewonnen oder verloren. Er hätte alles gesagt, um die Folter zu beenden. Sagte Desse. Ein empfindlicher Magen wird euch auf Taris nicht weit bringen. Ich glaube, mein Geburtstagsgeschenk für dich wird langsam nötig. Und diesmal ohne Rumgeheul. Schauen wir mal schneller zu trinken. Commander Order. Er hat Kampfläufer in der Nähe seines Stützpunkts versteckt. Sie überfallen jeden Angreifer. Könnte irgendwas mit Star Wars zu tun haben, wenn du schon so eine Andeutung machst. Okay, okay. Die Kampfläufer können von Sonden nicht entdeckt werden. Nur Orders oberste Agenten haben die Koordinaten und die sind verschlüsselt. Etwas Besseres konntest du nicht finden, Tanner? Ein unbedeutender Offizier mit Informationen aus zweiter Hand? Er ist alles und ich haben gleichermaßen viel... selbst angreifen und diese Kampfgegenstand gehört. Ein Lego-Todesstern! Das wäre ja nicht nötig gewesen! Wenn ich so viel Geld hätte, wäre das gar kein Problem. Meine Macht nicht. Und du überschätzt. Ich glaube, ich könnte dir, wenn ich 20 Jahre jetzt sparen würde und dir nicht zum Geburtstag schenken würde, könnte ich dir einen schenken. Zuerst seine Kampfläufer ausschalten. Wir finden sie, indem wir seine Agenten für die Koordinaten ausschalten. Boah, Tommy mit seiner geilen Tommy-Gun da auf dem Rücken, ey. Hattest du die gekauft? Also ja, hab ich ihn letztens erspielt. Mit den Koordinaten. Achso, hast du jetzt so zwischendrin mal gemacht? Ihre ja, letzten Sonntag, wo wir halt nicht aufgenommen haben. Ja, ich muss auch noch. Also ich brauche auf jeden Fall eine andere Hose. Die schwarze passt nicht mehr. Unterschied macht, ich will die neue Robe haben. Auf diese Mission gehen. Tanner? Bleib ich, hier nee, und bereite nicht, dich ne? auf den nee. Bevorstehenden Kampf ich vor. Ich noch meine alte. Nein, ich habe genug Zeit als eure Sklave. Weil da an dem Ding ist sogar ein Cape dran. Ein neuen Haustier. Ja, sieht aus wie meine, nur ein bisschen edler, sag ich mal. Boah, es war voll der Sith-Bitch-Slap. Und meine Schüler reißt sich von der Leine. Tanners Macht ist unglaublich stark. Aber sie ist nur konzentriert, wenn man sie in Rage bringt. Rage! Und wie ich sehe, hat sie ihren armen Freund zurückgelassen. Wir müssen ihn loswerden. Nein, wir töten ihn nicht. Bitte tut mir nichts. Ich hab euch alles gesagt, was ich weiß. Sag mal, ist das Blackie? Kann gut möglich sein. Ich bin mir nicht sicher. Er hat übrigens einen neuen Kanal. Habt ihr den schon mal gesehen? Nö. Nö. Guckt einfach mal bei Strawberry Cake. Die hat den da mit drin irgendwie. Keine schlechte Idee. Er ist sicher eine gute Kind, das habt ihr mit absoluter Sicherheit. Lasst es den mal erstmal ausreden. Und übergebt dann die Koordinaten an Major Nost, den Leiter des imperialen Bomberkommandos. Er ist bereits in unserem Außenposten stationiert. Ich freue mich schon drauf, von der Zerstörung der Kampfläufer zu hören. Kennt ihr dieses Video von dem Geist aus Pac-Man, der so gegen Pac-Man knallt
Und dann so, Alter, was machst du? Also ist jetzt von Blacky, ne? Alter, du stehst hier im Weg, die Straße gehört dir nicht alleine, du fette Sau, verstopfst hier die ganze Straße. Das ist halt auf Englisch. Ich hab's jetzt nochmal bei Blacky. Und dann so Pac-Man so ganz trocken, du hast mich berührt. Was? Du hast mich berührt. Ich muss jetzt leider gehen. Und dann so wie Pac-Man sich halt im Spiel auflöst, der ist ja so eine Kugel und dann gehen da so quasi Pizzastücke brechen, ja so aus ihm raus, sage ich jetzt mal, Achtel. Und das hat er dann quasi so in 3D animiert gemacht, das heißt, er ist so ein schwarzes Loch geworden. Und dann so, what the fuck ist hier passiert? Dann siehst du es halt so richtig in Pac-Man-Style, diesem 2D. Das war richtig awesome. Und so, er hat jetzt wieder so neue Videos. Und natürlich schlauer, mit einem Rahmen versehen, damit er keine Strikes kriegt. Beziehungsweise seine Videos gar nicht gefunden werden. Bist du eigentlich bei The Witcher mal mittlerweile bei einem Friseur gewesen? Nee, ich weiß gar nicht, wo es einen gibt. Wahrscheinlich nur in den großen Städten und die habe ich bis jetzt tunlichst vermieden. Ja, gut, das kann vielleicht sein. Also in Oxenford ist auch mein Plan jetzt erstmal nur, dass ich zu Tamara gehe und mich direkt wieder verpisse. Aber die Wachen sagen gar nicht, ich habe keinen Passierschein, bin aber schon mal reingelaufen, testhalber. Und hallo, oh, ein Hexer. Und dann halt wieder diese dummen Sprüche, hey Hexer! Versteckt eure Frauen und sowas alles, aber nicht von wegen, habt ihr überhaupt einen Passierschein? Das hat keine Sau interessiert. Nee, also auch Novigrad, auch wenn ich sehr gerne zu Triss möchte, ich werde Novigrad auch erstmal ein bisschen vor mich hinschieben. Welches Level bist du mittlerweile? 7 oder so, 6 oder 7. Ah, entspannt. Ist dir eigentlich aufgefallen, ob es nun auf Krenfels oder woanders war, auf Krenfels hatte ich das, dass immer wieder neue Anschläge, also am schwarzen Brett Anschläge kommen? Ja, ab und zu mal. Also ich habe jetzt schon 18 von einem schwarzen Brett in Krenfels, also die ersten 6 Quest-relevante, dann 6 so Nebensächlichkeiten und jetzt nochmal 6, weiß ich noch nicht. Ich hab die nur gesehen, hab da aber dann gespeichert und noch nicht genommen. Na. Ach, hier ist Questgebiet. Hui. Und einmal zurück. Aber ich muss sagen, die Quests reißen mich mit. Vor allem die ganz kurzen sind sogar richtig awesome, wo einfach nur geh da hin und dann kriegst du erstmal so gefühlt 6 Kilo Quests. Die sind alle awesome. Und ich muss sagen, ich musste vorhin, ohne groß zu spoilern, halt Leute aufsuchen und mit denen reden. Reiseroute bestätigt. Und ich musste sagen, das waren halt alles Weiber und ich dachte so, Alter, Scheiße, wieso kann ich da nicht irgendwie noch was machen mit denen? Marcel, du musst zurück. Ja. Hier ist Nippel und Taxi. Und dann war da halt eine, mit der man kurz länger halt noch zu tun hatte. Und dann, dachte ich so, komm, das muss doch jetzt drin sein. Und dann so, nee. Du musst doch jetzt reingehen. Helden 4, die Väter von Taros. Waren halt alles so junge Küken und ich dachte so, boah, geilo. Ich freue mich ja schon auf eine gewisse Sache, aber die will ich dir jetzt nicht spoilern. So, die nehmen wir mal mit. Ich gebe dir nur einen Tipp, versuch nicht zu untreu zu sein. Das kann eine Menge kaputt machen. Ja, sehr, sehr, sehr viel. Mal gucken. Na, können wir hier? Ja. Na, Domi hat ja gedingelt. Domi! Seht euch das nur an. Die Rakghule waren ziemlich fleißig. Das ist schon die 9. Leiche, die ich heute gefunden habe. Schon lächerlich, an dem ist noch alles dran. Obwohl man das kaum noch erkennen kann. Rakghule kennen wirklich keine Tischmanieren. Aber ich vergesse ja schon meine eigenen Manieren. Ich bin Ethan Vok. Ich erfahre das Jagd- und Sozialverhalten der Rakghule. Dass ziemlich viele Nilfgaarder dieses Gesicht von diesem Nilfgaarder-Kommandanten da ganz am Anfang haben in Weißgarten. Mhm. Und demnach relativ viele. Was riech denn hier so? Das habe ich auch genommen. Dass relativ viele ein bisschen aussehen wie Bronn aus Game of Thrones. Also beschmiere ich meine Kleidung mit ihrem. Finde ich gar nicht. Ich finde, der sieht so aus wie Bronn. Dieses Chaos ist das Werk einer mutierten Rakghul-Rasse, die ich studiere. Ich nenne sie Berserker, aus naheliegenden Gründen. Sie randalieren jetzt schon seit Tagen, haben sogar mein Lager zerstört.
Ich bin nur deshalb entkommen, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, meine Wachen zu fressen, um mich zu verfolgen. Ich hatte vorhin... Randale! Randale! Von Harvey. Sowas passiert nun mal, wenn man sich zu viel vornimmt. Die Wachen hatten den Auftrag, mich zu beschützen. Wenn sie dafür zum Rakul-Fraß werden mussten, dann ist es eben so. Diese Berserker sind unglaublich aggressiv. Sie könnten imperiale Konvois angreifen, ganze Trupps in Stücke reißen oder, noch viel schlimmer, sie infizieren. Jeder dachte, jetzt kommt sowas wie von Hermine. Wir hätten sterben können, oder noch schlimmer, sie hätten uns rausschmeißen können. Dass wir sie nicht mehr aufhalten können. Unsere Soldaten haben nicht den Mut, die Rakgule zu bekämpfen. Sobald einer von ihnen dran glauben muss, geraten sie gleich in Panik. Das ist eine Aufgabe für eine kleine, erfahrene Gruppe. Wie euch. Na gut. Diese Berserker werden eine Lektion in Sachen Gewalt und Chaos bekommen. Ausgezeichnet. Ihr Versteck ist nicht weit von hier. Geht dorthin und tötet sie alle. Tötet sie alle. Wenn es euch nicht stört, würde ich gerne beobachten, mit welcher Taktik ihr gegen die Rakgule vorgeht. 4-3-3, oh halt. Dieses Überwachungsgerät wird eure Kämpfe analysieren. Wusste, dass so weit wenn kommt. Ihr genügend Rakgule tötet, können unsere Soldaten anhand dieser Daten lernen, wie man den Kreaturen am besten beikommt. Na, erstmal Level, ne? Ich habe mich übrigens gestern extrem erschrocken, für eine ganze Weile, wo ich da der gefolgt bin an diesem einen Haus, kamen auf einmal irgendwie so 5 Bären auf mich zu. Oh, Alter. Ja, ich erstmal so gegen die ersten gekämpft, dann dachte ich mir, so schwer sind die ja jetzt gar nicht mehr. Hab einfach mal 5 Bären geschnetzelt. Obwohl ich vor den ersten irgendwie mit Level 5 getötet habe und jetzt Level 7 bin. Also kein großer... Was sollen wir denn hier machen? Ahnung. Ach, hier die Leiche. Bin wieder da. Ja. Wir sollen wieder zurück. Ah, dahin, okay, das ist aber der nächste Quest-Hub. Der ist erstmal nicht ganz so wichtig. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal. Sollen wir die töten, weil es sind hier so viele kleine. Machen wir doch mal. Auf sie! Meine Herren. Was ist bis jetzt so dein Hassgegner? Ich hasse Faustkämpfe. Was? Ja. Die sind ja nun mal richtig easy. Nee, aber ich meine jetzt wirklich so Gegner. So richtig ankotzen tut also, mich Bärenkämpfe keiner. Kann man ja jetzt, ja, ankotzen mich auch nicht. Aber auf den Sack gehen mit zum Beispiel Erscheinungen, weil kaum fast sind sie tot und dann bestehen die nächsten 10 Minuten des Kampfes aus neu wegteleportiert. und ätzend sind Moder heute oder allgemein Leichenfresser. Ja, die Moder heute sind schon scheiße, aber ich hab das. Das ist wie in Diablo die Lootbombe, so ich will looten. Ach scheiße, explodiert. Ich muss weg. Ich hab's aber mal geschafft, dass ich so eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Da waren irgendwie 5 am Stück und der erste ist explodiert, hat den zweiten zum Explodieren gebracht und so weiter. Voll witzig. Ja, das ist das Geile, die vertragen ihre eigenen Explosionen irgendwie schlechter als du. Also bei mir machen sie irgendwie so 1 Zentimeter Schaden und der andere war halt bei mir noch komplett voll und wurde von seinem Kumpel weggehalten. Ja, aber das Geilste daran ist, meine Kettenreaktion kannst du eh nicht toppen. Ich hatte da im Sumpf so Fessel, hab die angezündet und dann so pff, 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 und dann die Mutter heute. Geil. Ich hab richtig Beat gemacht. Digga. Frontlager der Legion. Ach, hier geht's gar nicht hoch. Und Wasserweiber nerven mich immer, weil die immer ihre Scheiße da schmeißen. Ja, dann darfst du Ark nicht spielen, ne? Die kleinen grünen, weiß ich nicht, Kragen-Exilus, ja. Die rotzen dich auch an. Die sind ätzend. Aber es gibt Schlimmeres. Ich noch irgendwas Ätzendes begegnet? Ich fand den Kram mit der Gorgo ja ziemlich geil. Wieder okay? Da bei Tränenfels auch. Also ja, ich krieg die Gorgo da nur mit einer Bombe raus. Hast die Bombe geschmissen, das Vieh fliegt erstmal. Ich hab erstmal ewig den zweiten Eingang gesucht. Dann ist mir aber aufgefallen, das war nur so ein Schornstein, wo die Gorgo rauskam, aber du nicht rein. Ich bin verbrannt raus. Fand ich aber extrem cool gemacht. Vor allem dann musstest du die Gorgo ja erstmal jagen, was auch ziemlich awesome war. Ich frag mich, ob die auch hätte entkommen können, beziehungsweise dass man dann erst eine ganze Weile später wieder zurück konnte, bis sie wieder in ihrer Höhle war. Gute Frage. Oh, du kannst mittlerweile deinen sprinten.
Oder benutzt du es einfach nur selten? Ich benutze es relativ selten. Oder ich sehe es einfach nicht.